Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bad Rock Guide. Mein Name ist Lars LP und heute werden wir uns ein paar Ideen angucken, die man auf eine Farm bauen kann. Wir haben in der letzten Folge diese ultimative Survival Farm gebaut für alle Tiere, für all mögliches Essen, ne? Passt alles da rein. Wir müssen das Ganze aber noch ein bisschen schön dekorieren und vor allem ist außenrum noch richtig viel. Erst die Farmideen, dann dekorieren wir das Haus. Als allererste Farmidee, ich habe auch noch ein paar Samen, das ist ganz gut, fangen wir direkt mal hier vorne an, denn so ein quadratisches Feld ist echt uncool. Also das ist wirklich, das ist nicht schön, ne? Das kann man schöner gestalten und dafür nehmen wir uns einfach mal ein bisschen Erde. Und wenn ihr jetzt so ein Quadrat lassen wollt, weil ihr sagt, hey, ich möchte, dass meine Farm schon so geordnet quadratisch ist, ich da nicht irgendwie groß hin und her wuseln muss, dann ist das okay. Aber dann lasst die Farm doch einfach ein bisschen ausufern. Nehmt euch ein paar Setzlinge hier und macht dann einfach hier vielleicht noch was hin, ne? Weil die Pflanzen machen nicht vom Zaun Halt. Ja, das ist, das wäre sehr untypisch, dass die vom Zaun Halt machen, so. Und was auch wichtig ist, ist, dass ihr verschiedene Höhen benutzt, ne? Ihr könnt das hier oben ja einfach so lassen, das kann ja dann auch durchaus ein Creeper oder ein Zombie oder whatever auch kaputt laufen, das ist ja nicht das Problem. Aber dass ihr einfach hier so ein bisschen das Ganze ausufern lasst und wir gucken uns das später mal an, wenn das Ganze fertig gewachsen ist, beziehungsweise wir noch mehr Samen haben, dass wir das mehr ausufern können. Aber Tipp Nummer 1, Felder mit verschiedenen Ebenen machen, also verschieden hoch und vor allem nicht quadratisch. Schauen wir mal kurz, ob wir noch ein paar Samen zu Hause haben, ansonsten nehmen wir gleich Sachen für das nächste Gebilde mit. Habe ich noch Samen im Keller? Warte, ich weiß es gerade gar nicht. Achso, hier ist jetzt Eisen drin, okay. Da muss ich, glaube ich, eins hoch, ne, zu den Pflanzen hier. Waren hier nicht Pflanzen? Hatte ich hier nicht schon... Ich hatte doch irgendwo schon Pflanzen einsortiert, sag mal. Für das nächste Gebilde brauchen wir auf jeden Fall ein paar Ketten. Nur ein paar, ne? Also wir brauchen jetzt nicht so viele, so vier sind vielleicht okay. Ein Eimer müssen wir... Ja komm, ich mach gerade einen, ich finde den eh nie wieder. Nehmen wir noch einen Eimer mit, den brauchen wir auch noch. Was wir auch noch brauchen, ist ein Schleifstein. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen noch eine normale Stufe. Okay, das kriegen wir doch auch noch auf Kette. Aber erstmal gehe ich schlafen und jetzt das Bett da hinten. Ah! Ich habe mein Bett verloren. Wo habe ich mein Bett geparkt? Ich bin so, oh Baum, ich bin wirklich Baum. Also mehr Baum geht ja gar nicht. Wo habe ich denn mein Bett geparkt? Im Inventar, oh boy, oh boy. Nummer 2 ist ein Brunnen. Jede Farm braucht einen Brunnen. Und ich glaube, ich würde den gerne hier hin machen, dass man auch so vom Gehweg hinkommt. Aber der wird super klein, super easy. Und dafür schnuckelig. Ja, schnuckelig. Aber zum schnuckelig bauen brauchen wir einmal erstmal hier sowas, ne? So, das ist okay. Das heißt, wir machen jetzt mal, wir gucken mal, wohin machen wir den? Machen wir den vielleicht hier? So, machen wir hier mal einen Block hin. Dann eine Mauer. Dann können wir hier noch so 1, 2 Zaun drauf machen zum Beispiel. Ja, finde ich ganz gut. Dann machen wir hier ein Loch rein. Nö, machen wir eigentlich nicht. Was wir machen ist, wir nehmen Falltüren. Machen einfach so. Zack. Zack, zack. Und obendrauf auch nochmal. Warte, ich gehe mal gerade drauf. So, 1, 2. Und dann kommt da unten, beziehungsweise oben, einmal der Schleifstein dran. So, zack. Und jetzt können wir hier noch Wasser reintun und ketten. Das heißt einfach, tschups, tschups. Jetzt kommen wir da schlecht runter, ne? Wäre vielleicht schlauer gewesen. Ja, warte, so, machen wir das so. Können wir das auch noch wegmachen? Zack, zack. Und jetzt können wir da noch Wasser reinschütten. Das müssen wir gerade mal holen. Hier drüben gibt es ja Wasser irgendwo, ne? Irgendwo da drüben gab es Wasser. Und schwupps. Schon haben wir einen kleinen Brunnen. Das war's schon. Super easy. Aber reicht ja für eine Farm. Was will eine Farm mehr? Trick Nummer 3 ist relativ simpel, aber effektiv. Wir können nämlich Bäume mit Absicht groß wachsen lassen. Und ich glaube, das kennen viele schon, aber nicht alle. Also bitte den Leuten, die es nicht kennen, jetzt nicht gleich die Show vermiesen. Das kennt ja jeder, Lars. Nein, jemand, der heute mit Minecraft anfängt, kennt es nicht. Wenn ihr ein Setzling setzt, ne, und ihr baut dann, wir machen das Ganze mal so, baut dann eine Stufe diagonal, also hierhin. Erst ein Block, dann eine Stufe, ihr könnt den Block wieder wegmachen. So, dann wird der Baum groß. Wir machen das mal. Danke, Bedrock. In der Java wird er groß. Okay, probieren wir mal aus, was wir hier machen müssen, damit der Baum groß wird. Ich hatte natürlich exacto mundo ein Setzling. Probieren wir direkt die harte Variante. Das heißt, wir bauen den einfach mal so richtig schön, richtig, richtig ein. 3 Blöcke hoch, voll eingebaut und... Wow. Okay, offensichtlich gibt es in der Bedrock das nicht. Wie gesagt, in der Java wird der Baum groß.
Kommen wir zu Tipp Nummer 4, der eigentlich Nummer 3 ist, weil 3 nicht funktioniert hat, aber in der Java geht 3, also wäre es 3,5 vielleicht, also ist doch Tipp Nummer 4. Hä? Nummer 4 ist ein Apfelbaum bauen. Ja, das geht. Und wir brauchen dafür keine Commands oder wir brauchen keine Custom Heads oder so. Wir brauchen einfach nur, warte. So, Süßbären. So, sollte reichen. Wir brauchen einen Baum unserer Wahl. Wir können ja vielleicht den da mal nehmen. Der steht da so schön alleine. Vielleicht nehmen wir den mal als Apfelbaum. Denn die Blätter sind transparent. Das ist Voraussetzung. Ihr müsst in den Einstellungen schon schöne Blätter haben. Habt ihr das nicht, dann sind die nicht so transparent. Dann sind die durchsichtig. Und deswegen können wir, weil die eben transparent sind, können wir uns einfach hochbauen. So, auch so, zack, 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 zack. Und wir können hier Erde reinsetzen. Ne? So, Erde. Und je mehr wir machen, desto mehr fällt das Ganze auf. Ich mache das jetzt mal hier einfach so bei den dreien. Und da machen wir jetzt dreimal Süßbären hin. Zack, zack, zack. Müssen die natürlich groß machen. So. Und jetzt brauche ich noch normale Leaves. Habe ich hier nicht, ne? Aber zu Hause habe ich auf jeden Fall welche. So, wir gucken mal gerade. Nö, habe ich nicht. Aber da machen wir uns mal kurz eine Schere. Hoffentlich sind noch Blätter da. Hoffentlich. Ja, hier sind noch Blätter, Gott sei Dank. Dankeschön, 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 Dankeschön. Sehr lieb, danke, danke. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß nämlich noch einbauen. Einfach so. So, dahin, dahin. Ne, und schon sieht das ein bisschen aus, als gäbe es da Äpfel in dem Baum. Gut, wir müssten jetzt natürlich auch weiter weggehen, weil der nicht so hoch ist, ne? Eventuell könnten wir, das wäre vielleicht schlau, aber wenn wir das wegmachen, sehen wir mehr die Erde als die Äpfel. Ah, der ist jetzt doof positioniert. Ja, der ist jetzt echt ein bisschen blöd positioniert, der Baum. Mit dieser Kante. Da sieht man das zum Beispiel durch. Ah, okay, das ist jetzt hier wirklich echt schlecht gewählt. Vielleicht hätte ich, guck mal, Birkenblätter sind viel durchsichtiger. Das würde viel mehr Sinn machen bei Birkenbäumen zum Beispiel. Aber ihr könnt das Ganze noch viel mehr verdeutlichen. Wir nehmen zum Beispiel mal Birkenfalltüren. Fichte wäre mir jetzt lieber, aber ich habe keine Fichte mehr. Ne? So viele kriege ich nicht so. Oder warte, wir können das unterm Baum stellen. Warte. So, wir machen hier nochmal. Wir kriegen noch 2, dann haben wir 3. Dann können wir das unter dem Baum stellen. Und jetzt holen wir mal ganz kurz hinten von Axel etwas. Hey Axel, ich muss dir mal was klauen, ja? Wie habe ich die das letzte Mal abgebaut? Brauche ich behutsam? Die habe ich aus einer Kiste, ne? So bekomme ich die nicht so. Oh, okay. Dann habe ich noch eine andere Idee. Danke, Schaf. Wir machen uns nämlich einfach rote Farbe und jetzt werden wir die Wolle einfach rot einfärben. Das geht natürlich auch, ne? So kann man das auch machen. Dann stellen wir die jetzt einfach hier so. So. Oder so. Und so. Die roten Korallen sehen besser aus. Die roten Korallen sehen besser aus, weil die haben so ein bisschen mehr Apfelstruktur. Aber das geht auch. Und schon haben wir hier so eine Kiste Äpfel stehen. Sehr gut. War das jetzt Tipp Nummer 5? Ich glaube schon, aber wir kommen gleich zu Tipp Nummer 6. Und Nummer 6 können wir ins Feld hauen, müssen wir aber nicht. Sollte aber schon irgendwo entweder so an so eine Hauswand, ne, zum Beispiel hier können wir das hinmachen, oder halt hier so ans Feld und dann später mit so ein bisschen Feld eingebaut werden. Das ist wirklich einfach so, so einen Haufen Heu machen. Also wirklich so, wo das Ganze gestapelt ist, dass ihr vielleicht irgendwie so, ja, so vielleicht, ne, und so noch einfach so einen Stapel habt, ne. Jetzt können natürlich Zombies da drüber und da rein, das ist jetzt nicht so schlau gewesen, aber egal, einfach so, wo Heu gesammelt wird. Jetzt können wir hier aber nochmal Samen sammeln und können das Ganze gleich weitermachen. Kommen wir zu Tipp Nummer 7. Und Tipp Nummer 7 ist ein richtig kleiner Heuwagen. Das ist eigentlich ganz cool. Und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Holz. Yay! Bevor wir zu Nummer 7 kommen, hast du eigentlich schon geliked und den Kanal kostenlos abonniert? Ich meine, das geht schnell, 2 Sekunden. Siehst du, hättest du schon machen können. Also los! Dafür machen wir gerade einfach mal einen temporären Block, wo wir einfach so 2 Stufen machen. 2 Falltüren und dann wieder 2 Stufen. So. Und hier machen wir dann einfach unseren Rad. Ja, und dann können wir hier drauf einfach so ein bisschen Heu positionieren. So ganz easy. Oder Stroh, Heu oder Heuballen. So. Machen wir vielleicht irgendwie so. Ja, ne? So zum Beispiel. Das geht. Oder wir machen hier noch was hin. Und vielleicht hier noch so. Ja, so. Wir können das ja so lassen. Und jetzt brauchen wir noch Falltüren hier drumherum. Jetzt wäre es natürlich richtig blöd, wieder Eichenholzfalltüren zu nehmen, weil dann erkennt man dieses Rad nicht mehr wirklich. Ne? Wir brauchen also Fichtenholz. Und Fichtenholz habe ich da hinten gesehen. Ich gehe jetzt mal gerade welches holen. Guck mal, ein Pferdchen. Nee, ich
Ja. Aber ich will mich doch da draufsetzen, ne? So, ja, warte, Pferdchen. Ja. Folgst du mir, wenn ich... Nee, ne? Jetzt brauche ich noch einen Sattel. Okay, den haben wir auch noch. Aber dann haben wir unser erstes Pferd für die Farm hier. Dichten Holz, Falltüren. Ich glaube, 6 Stück reichen nicht. Wir gucken mal gerade. Aber jetzt einfach hier... Nein, reicht nicht. Jetzt einfach so... Ah, zack, zack, zack. Ne? Hier hinten dann auch nochmal. Und schon haben wir einen kleinen Heukarren. Ganz einfach gebaut. Steht da einfach so rum. Kann man auch so ein bisschen verdeutlichen, dass das so ein Karren ist. Das machen wir jetzt auch, wenn ich noch ein paar Fichtenholzfalltüren dran habe. So. Das ist jetzt einfach so ein kleiner Heukarren. Man kann es natürlich noch weiter füllen, ne? Dann fällt das ein bisschen mehr auf. Aber damit man auch sieht, dass das so ein Karren ist, kann man hier hinten halt einfach so, so zack, zack, zack machen. Und zack, zack, zack. Ne? So, dass der immer hier so, da ist der halt lang gefahren. Ne? Hier zwischen dann auch noch. Ist einfach da so. Ja, vielleicht wird der da mal so rückwärts reingeparkt oder so, aber jetzt das Ganze ein bisschen immersiver. Und wir können theoretisch hier auch noch einen normalen Wagen hinbauen, der den Ganzen zieht. Vorher können wir aber noch, um vielleicht so eine kleine Anhängerkupplung, nenne ich es mal, zu machen, können wir noch so machen. Und so. Dann sieht das so ein bisschen aus, als könnte man den da halt quasi ziehen. Ja, finde ich okay. Und jetzt machen wir Nummer 8, das ist quasi der Zugwagen, die Kutsche, wie auch immer. Den stellen wir einfach mal hier neben vielleicht. Und zwar wieder sehr ähnlich, aber jetzt auf einem Rad, weil es letzten Endes hier einfach gezogen wird. Ne? Und deswegen machen wir mal hier so 2 Räder. Ne? 2, nur 2. Das ist alles. Jetzt nehmen wir uns die Falltüren. Die machen wir einmal hier hinter mit Knöpfen. Ne? Wir machen mal hier einen Knopf. Oh, da kriegen wir jetzt keinen Knopf hin. Ist nicht so schlimm. Wir sehen das ja eh uns wahrscheinlich immer nur von der Seite an und nicht von vorne. Jetzt brauchen wir noch 2 Treppen. Ich nehme jetzt mal Birke. Die Birke könnte man hier hinsetzen. Ja, könnte man machen. Warte. Ich nehme lieber Eiche. Dann machen wir hier vorne. Warte mal. Na. Hier vorne machen wir dann so. Zack, zack. Und hier noch 2 Zauntore hin, damit das ist, wo quasi die Pferde reingespannt werden. So. Und hier drauf machen wir jetzt auch nochmal Falltüren. So. Oder? Nee, machen wir wieder weg. Das sieht eher aus, als könnte man hier die Füße hin tun, ne? Und dann ist das quasi hier, das ist quasi vorne, ne? Die Pferde heben das einfach ein bisschen an und ziehen uns. Und das hier ist unser Heukarren. 7 und 8. Wenn man sich mal umguckt, das ist echt verrückt, was das alles so bringt, ne? Da dieser Heuhaufen und hier so ein bisschen ausufern. Wir haben hier einen Brunnen hingesetzt, wir haben da die Karren hingesetzt, hier Apfelbäumchen, ne, mit fast voller Äpfel und so. Also das sind so Kleinigkeiten, die trotzdem die Welt schon viel, viel, viel ansehnlicher machen. Kommen wir zu Nummer 9. Nummer 9 ist super easy, weil wir haben ja immer so Lücken hier, ne, hier sowas. Was soll hier hin? Was machen wir hier? Wir wissen es nicht. Wir machen kein Weizenfeld bis an unser Haus ran. Was wir aber machen können, ist, dass wir zum Beispiel hingehen, hier, nein, im anderen. Abgesehen davon, dass der Brunnen natürlich irgendwie... hier angeknipst werden muss und vielleicht auch so ein bisschen umrandet werden muss, ne, weil das ist halt, hier wird man ja auch öfter hinlatschen, ne, da machen wir noch so ein bisschen grobe Erde drumherum, so wie hier auch. Können wir aber Lücken mit Pflanzen füllen? Ja, einfach wirklich mit so schönen kleinen Blumenfeldern, dass wir sagen, so, wir machen hier einfach so ein Blumenfeld hin. Und das Schöne ist halt, erstens müssen wir nicht jeden Block nehmen, so einfach nur, dass wir das Blumenfeld hier so wirklich, guck mal, hier oben können wir das doch schön drüber ziehen. Und wir können das Ganze mit Knochenmehl, die großen Pflanzen, einfach rechts klicken, dann bekommen wir die wieder. Das ist super, da können wir einfach so zack, 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 zack. Habe ich wieder ein paar, dann kann ich die jetzt einfach hier wieder hinplatzieren, weißt du? So, machen wir hier noch, hier so, ne, einfach, dass man sieht so, jo, hier ist was los. Und so kann man halt kleine Gebiete füllen. Und das ist halt echt schön, dass man da so ein bisschen Farbe reinbekommt, bisschen Blumen, ne, finde ich super. Finde ich wirklich super. Dann hauen wir noch ein bisschen Knochenmehl dazwischen, dass hier auch wirklich einfach so zack, zack, ne, dass hier auch wirklich, wirklich Vegetation herrscht. Und schon haben wir eine kleine, schöne, grüne Insel geschaffen, die unsere Farm hier einerseits von unserem Farmgebäude quasi trennt und auch ein bisschen was mit Optik in die Welt bringt. Nummer 10. Nummer 10 ist wieder ein kleiner Klassiker, der passt vielleicht auch eher zum Feld vielleicht oder ich weiß nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kompostierer, also oder Komposter oder wie auch immer man das nennt. Ich vertue mich da immer. Kompostierer. So, einen Kompostierer brauchen wir. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch, ein Tor brauchen wir.
Ein Tor, genau, so. Ein Tor. Wir können noch Falltüren dazu nehmen, wenn wir wollen oder nicht. Das ist egal, ich mache das jetzt nicht. Aber wir stellen den einfach irgendwo. Ja, wir können den da hinstellen, wir können den hier hinstellen. Das ist so ein bisschen schwer zu sagen, ne? Man kann das Ganze vor allem auch mehrfach nutzen. Warte, da kann ich noch einen machen. Ich will mal gerade gucken. Einen stellen wir vielleicht hier hin für so vergammelte Sachen, ne? Also das ist so, dass wir den nehmen und dann machen wir da einfach ein Tor dran, damit das aussieht, als wäre das so, als könnte ich das anheben und rumrollen. Ich könnte jetzt natürlich hier vorne noch einen Schleifstein dran machen, dann finde ich das Ganze aber irgendwie ein bisschen zu groß. Ich mag das lieber so, dann hauen wir da einfach ein bisschen was rein und das ist dann halt, guck mal, das sind dann halt die alten Pflanzen, ne? So, boah, wie viel Laub brauche ich denn dafür, sag mal. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal rechtsklicken, bekommen wir Knochenmehl. Aber einfach so, guck mal, da kommt vielleicht das Weizen, das Getreide rein oder Karotten oder was auch immer, was halt schlecht ist. Das kommt man einfach hier rein und dann kann man den rumfahren. Gleich kann man das Ganze aber auch anders benutzen, indem wir zum Beispiel für unsere zukünftigen Kühe einfach hier so einen Futtertrog hinmachen, den wir dann soweit auffüllen, dass es aussieht, als wäre da was zu essen drin. So, zack, nice. Guck hier, so, jetzt haben die hier schon was zu essen stehen. Ist super, super easy, kann man einfach machen und ist mega immersiv. Eigentlich war das schon Nummer 11, ne? Aber wir haben dasselbe zweimal gemacht. Kommen wir jetzt zu Nummer 11. Für die Nummer 11 brauchen wir nämlich einfach mal, so vielleicht ein paar Truhen. Wir haben noch zwei Fässer, zwei Truhen. Wir können das Ganze vielleicht noch eine Werkbank, ne? Das, oder eine Werkbank, weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchen wir einfach so eine Ecke, wo wir so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Müll platzieren, ne? Also das, was alles so weg soll. Und ich nehme jetzt dafür mal Truhen, Türen, Fässer, vielleicht kann man da noch einen Trichter hin tun oder sonstiges, ein paar Blöcke, ja, weißt du, dass du einfach hier so machst und so, dann vielleicht hier noch eine Truhe, da noch eine Truhe, dann können wir hier noch so eine Tür dran stellen vielleicht, dass du einfach so eine Ecke bekommst, wo Sachen stehen, die vielleicht in den Müll sollen, die einfach weg sollen. Ein Lagerfeuer können wir eigentlich auch noch dazu stellen. So, zack. Passt doch gut. Auf jeder Farm gibt es so eine Ecke, wo einfach nur Reste sind. Aber Nummer 12, die machen wir mal hier drüben hin. Einfach hier vielleicht. Ne, ich würde es gerne noch hier auf die Seite packen, aber dann später vielleicht ein bisschen mit Laub einbauen. Ist dann auch wirklich einfach ein Lagerfeuer. Also so etwas, wo man sich dann hinsetzen kann, dass man sagt so, yo, guck mal, wir können es dann vielleicht hier hinsetzen und hier hinsetzen. Nehmen noch Falltüren, die machen wir dann einfach als Rückenlehne dran, so und so. Schon haben wir hier so ein kleines Lagerfeuer, ne, dass wir hier so ein bisschen drumherum so machen, damit es was safe ist, ne, und dann können wir vielleicht hier so rumgehen, ne, und dann können wir hier einfach, wir haben ja noch Laub, ne, dann können wir hier nämlich so ein bisschen, können wir das Lagerfeuer so ein bisschen einbauen, ne, dass es so aussieht, als wäre das hier so ein kleines, schönes Fleckchen, wo man sich dann hinsetzt, dann kann man in die Ferne gucken, einfach so. Dann kommt man hier am Gehweg vorbei und denkt so, hey, cool, guck mal, ein Lagerfeuer. Kann man sich hier so ein bisschen hinflezen? Nee, so ein bisschen entspannen vielleicht, ne? Machen wir hier noch so. Und vielleicht da dann gleich noch ein bisschen hohes Gras und so dazwischen. Ist doch ganz schön. Eine weitere Nummer hat nicht mit einem Haufen zu tun, der weg soll, sondern ein Haufen, der gelagert irgendwo liegt. Und dafür nehme ich jetzt mal hier die Ecke. Einfach, ich nehme jetzt mal Birkenholz und Schienen. Und wir lagern jetzt einfach hier Holz. Wir machen einfach so, so und so. Und dann machen wir das so lang, wie wir wollen. Ich mache jetzt mal so, ne? Das ist okay, denke ich. Hier noch ein. Und dann können wir die nämlich einfach so festmachen. Und zack. Und hier auch nochmal. Dann sieht das aus, als hätten wir hier so einen Haufen Holz liegen, der festgebunden ist, damit der nicht irgendwie wegrollt oder im Sturm irgendwas umreißt oder sonstiges. Auch ganz einfach, aber super effektiv. Kommt, meine Kühe, kommt und lasst uns die Welt erobern. Ihr seid die Ersten, die einziehen in unsere ultimative Survival-Farm. Aber kommt, boot. Immer schön mir hinterher, ich hab das Weizen. Schon haben wir unsere ersten Kühe, finde ich sehr gut. Wir können also endlich anfangen, hier gemütlich rumzufarmen. Oh, hier haben wir noch Feuerkorallenblöcke. Das heißt, wir können mal gerade gucken, wie das Ganze aussieht, das Apfelfass, wenn wir nicht hier rote Wolle nehmen, sondern Feuerkorallenblöcke, das ist schon mal sehr gut. Also, Wolle nochmal raus. Ja, das sieht viel besser aus, ne? Das sieht wirklich besser. Oh, ich habe Wasser drunter vergessen. Du musst natürlich Wasser drunter machen. Sehr schlau, ja, ja. Hier war doch mal ein Pferd. Wo ist das Pferd denn hingelaufen? Hallo, Pferd? Bist du nach Moosbach gelaufen? Dann nehmen wir den Esel. Hallo, Esel. Esel, magst du mich? Ja, du magst mich, ne? So, das ist schön. Dann können wir dir jetzt einen Sattel verpassen. Und dann können wir mit dem Esel schön hier lang reiten. Und der Esel ist eine ganz coole Sache, weil der einfach noch Kisten
tragen kann. Also wir können den Kisten anziehen quasi. So, warte mal, wir packen ihn jetzt mal hier rein. So, eine Kiste, komm mal her. Zack, jetzt haben wir den Kisten angezogen und wir sehen, volles Inventar, das ist nice. Wenn wir den mitnehmen, könnten wir theoretisch 15 Schalker-Boxen extra transportieren. Sehr, sehr gut. Oh, guck mal da drüben, haha. Da ist eine Patrouille, die will uns an den Kragen, aber das wird die nicht schaffen. Ja, das waren jetzt alles kleine Beispiele. Natürlich müsste die in großen Stile machen, ne? Denn hinter unserer Farm ist es noch relativ leer. Da müssen auch Felder hin, Blumenwiesen etc. Aber das Ganze hier sieht schon so viel anders aus. Ich bin echt erstaunt. Also es wirkt schon sehr cool. Ich muss natürlich noch ein bisschen was hier reinmachen in grobe Erde. Ich muss noch ein bisschen Zaun machen. Ich muss noch ein bisschen Gras, Blumen etc. machen. Wir kommen aber mal zur Frage des Tages. Die Frage des Tages, ja, ich vergesse die leider zu oft, es tut mir leid, kommt von Easy Cheesy Fan und sie fragt, warum gibt es kein Bündel in Minecraft? Ja, gute Frage, Easy Cheesy Fan. Das Bündel kommt noch, aber hat es halt nicht in den ersten Teil des Caves and Cliffs Update geschafft. Ich denke, zu Weihnachten wird es dann da sein. Sofern es nicht ganz gecancelt wurde, bin mir da gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber gut, wir warten mal ab. Ansonsten, ich finde es hier schon mega nice und wir müssen unbedingt die Base weiterbauen. Sage ich aber vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen, fürs Liken, für den Kanal abonnieren, für Merchandise, Link in der Videobeschreibung und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Mit Buch.